Guck mal. Komm mal mit. Ja, ihr könnt auch beide mitkommen, ist gar kein Thema. Umso mehr, desto besser. Ja, da folgen sie mir schön fleißig, das ist sehr schön. Ah, wollte gerade sagen, ist einer auf der Strecke geblieben, aber nein. Ihr dürft alle rein. Jawohl. So, an Körner habt ihr kein Interesse, das ist auch schön. So, machen wir zu. Da haben wir schon mal die ersten Kühe. Dann würde ich hier Schafe reinmachen und hier nochmal Hühner. Und dann brauchen wir noch Schweine. Und ein Pferd, mindestens eins. Aber Pferde haben wir ja eh massig. War ja klar. Tag. Ah, was geht? Gute Nacht. So. Habe ich hier Hühner? Ich glaube, Hühner waren ganz, ganz weit hinten, ne? Da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir die gelockt kriegen. Hühner, wo seid ihr? Ah, Papier wollte ich auch noch machen. Ich glaube, da ist ein Huhn. Und da ist auch ein Huhn. Und noch ein Huhn, und noch ein Huhn, und noch ein Huhn. Überall sind Hühner. Das ist sehr schön. Ihr dürft alle mitkommen. Oh. Große Hühnerinvasion. Ja, folgt mir ruhig. Ich würde anstatt, du hast keinen Bock, oder kein Borg, ja, war so doof, da muss ich sogar selber lachen, ich würde eventuell anstatt Schafe jetzt als erstes, weil Wolle brauche ich nicht unbedingt, anstatt Schafe würde ich jetzt eventuell erstmal Schweine nehmen. Ich glaube, da können wir aktuell ein bisschen mehr mit anfangen. Du darfst gerne mitkommen. Auch du. Oh, die sind aber langsam, ey. Da haben sie ein Ei rausgedrückt vor Freude. Vor lauter Vorfreude. Ploppt denen da ein Ei raus. Ja, schön fleißig mitkommen. Wo mache ich die rein? Ich glaube, ich mache die in die Mitte. Ja, das eine ist noch ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das hole ich aber gleich. Oder es kommt. Nee. Es hat einfach keinen Bock. So. So. Verarscht, ihr kriegt nichts. Du wolltest auch was? Gar kein Problem. Komm rein. So. Dann wollen wir mal. Kommt. Kann ich euch. Kann man Hühner nicht füttern? Doch, kann man. Kann ich nicht über den Zaun füttern? Bin ich zu blöd für sowas? Da habe ich irgendwelche Animationen ausgestellt. Nein. Keine Ahnung. Kasa ist zu doof. Ich weiß es nicht. Hier mal kurz gucken. Anscheinend habe ich die alle gefüttert. Okay. Ja, sind ja auch zwei Dingens da.
Vielleicht habe ich die Animation irgendwie ausgeschaltet. Müssen wir mal schauen. Aber im Großen und Ganzen brauchen wir die eigentlich auch nicht. Zack. Nein! Das mit den Fackeln, das ist immer so. Block. Jetzt plöppen die ganzen Eier da raus. Jetzt bin ich gerade rausgegangen. Na egal. Suche ich später. So, Schweine. Schweine hätte ich auch noch gerne. Ah, oh, Melonen. Wie baue ich Melone am besten ab? Mit der Axt. Wie zu Hause. Wenn du eine Wassermelone im Laden gekauft hast, einmal mit der Axt rein, zack. Ist die klein. Ich glaube, das muss ich echt wieder umgraben, ne? Sonst wächst da nichts mehr. Dann brauche ich Karotten. Ich pflanze das hier einfach alles nochmal neu. So viel zum Thema, dann wächst da nichts mehr. Dann wächst da eigentlich irgendwie sehr schnell auf einmal wieder was. Gut. Das brauche ich jetzt nicht gerade. Das. Da habe ich die. Und dann noch ein paar Kartoffeln. Hier. Einmal die Reihe. Einmal die Reihe. Einmal die Reihe. Ah, das Wasser wollte ich auch noch machen. Das ist ja noch ein fließendes Gewässer. So. Schweine. Ich brauche Schweine. Schweine hatten wir auch da hinten. Ja, wo seid ihr kleinen Grunzer? Schweine? Schweine! Ah, da hinten sind noch welche. Ich wollte gerade sagen, eins ist ein bisschen wenig. Da ist mit der Paarung nicht so viel. Außer die können da was, was sie mir irgendwie verschwiegen haben. Ja, yeah, ihr dürft mit. Folgen Sie mir. Ja, ja, du auch. Ihr dürft mit, habe ich gesagt. Ihr. Auch du. Auch du gehörst dazu. Komm. Oh, ist das eine lahmarschige Arbeit hier. Alle nicht so schnell, die Tiere, ne? Wenn du da mal einen Ticken zu weit läufst, hast du verloren. Ja, da. Nächster Kandidat. Ja, direkt die Orientierung verloren. Block vor der Nase. So, was machen wir jetzt gleich als nächstes? Also wenn wir die Schweine haben, wenn wir die Schweine dann soweit haben, direkt weggeboinkt hier, wenn wir sie haben, dann, was machen wir als nächstes? Ich würde fast sagen, ich gucke, dass ich eventuell Ton abbaue. So, sie dürfen alle hier rein, einer nach dem anderen. Jetzt versperren die sich selber den Weg da vorne, ey, die sind blöd. Komm. Ja, ihr seid immer noch so doof, komm. Sag mal, wie kann man denn so doof sein? Es ist doch nicht wahr. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Oh. Es ist nicht zu glauben. Es ist nicht zu glauben. Ernsthaft. So. Ja, und jetzt beleidigt abziehen oder was? Seid ihr blöd? Herkommen.
Wie kann man so doof sein? Oh. Nein! Bleib hier! Das sind ja gleich abhaut! Also ihr macht mir hier die meisten Probleme mittlerweile, ne? So. Zack. Gut. Ich fütter euch. Viel Spaß damit. Paaret und vermehret euch. Ja, funktioniert ja super. Kann ich hier schon ein bisschen nachfüttern. Ja, so ein bisschen. Mal, hier füttern wir auch mal nach. Und auch hier wird... Entschuldigung. Nachgefüttert. Ich sitze hier wieder munter Fackeln. Das mit den Fackeln, ey, da muss ich mir auch noch was überlegen. Das ist halt... Sag mal, was mache ich denn? Ja, also da muss ich... So, da muss ich mir noch was überlegen. Das ist noch ein bisschen blöd, wenn ich die so in der Nebenhand halte. Ich meine, schön, dass es ausgeleuchtet ist. Weißt du was, die mache ich jetzt einfach da raus. Es ist immer schön, wenn es ausgeleuchtet ist. Aber ich platziere die halt durchgehend. Ja. Bist du jetzt noch da drinne? Ja. Gott sagen. Mach keinen Scheiß. Wir könnten aber so ein bisschen einfach, weil es schöner aussieht, immer so diese Dinger hier ausleuchten. Eigentlich unnötig. Wie gesagt, ich will es später eh umbauen. Das ist jetzt alles nur so ein bisschen provisorisch. Ja doch. Dann sehen die Tiere auch nachts was. Wir sind ja tierlieb. Zumindest so lange, bis wir sie schlachten. Ich glaube, bis auf die Hühner, oder? Verlieren die Hühner auch Federn einfach so, oder? Oder muss man die dann auch dafür opfern? So, guten Morgen, Welt. Ich wollte Ton abbauen. Bruchstein wäre nicht schlecht. Nehme ich mir einfach mal. Und dann schaue ich doch mal, wo habe ich denn hier die Schaufeln? Da habe ich die Schaufeln. Haben wir mal 6 Stück. Das sollte reichen. Ich muss erstmal kurz hier ein wenig Platz schaffen. So. Das kann da runter. Das kann da hoch. Die Säge brauche ich eigentlich gar nicht. Da kann ich mal ein paar Schaufeln reinknüppeln. Die Zäune brauche ich eigentlich auch nicht. Ja. Mal kurz hier Platz schaffen, sonst macht das mit dem Tonsammeln keinen Sinn. Das kann wieder da hoch. Bam, bam, bam. Und das, die... Hatte ich noch irgendwo Pfeile? Da hatte ich Pfeile. Guck mal. Zack. Das heißt, die nehme ich einfach mal mit. Die nehme ich doch jetzt einfach mal mit. So, die Schaufel mache ich noch darüber. Da haben wir schon ein bisschen Ton. Mache ich jetzt einfach noch so. Gut. Hab ein Essen. So. Und auf geht's. Du, du,
Wo fangen wir am besten an? Ich glaube, da vorne sieht es ganz gut aus. Da müssen wir nicht ganz so tief runter. Aua. Haben wir hier Ton? So ein Sumpf wäre nicht schlecht jetzt, ne? Und so in Sumpfgebieten gibt es ja immer viel Ton. Hier haben wir ein bisschen was. Und solange wir an der Oberfläche sind, lässt sich das ja auch super abbauen. Nur unter Wasser schläft man dann immer bald ein bei dem Ding. Die nehmen wir auch noch mit. Da, jetzt dauert schon wieder länger. Aber was soll's, so ist es halt. Wir brauchen Ton. Ich will irgendwie, keine Ahnung, farbige Wände oder irgendwas. Da gibt es doch einiges, was man bauen kann. Und da wäre Ton eigentlich nicht verkehrt. Wie gesagt, ich hatte schon mal ein Haus gebaut aus gefärbten Tonblöcken. Und das sah eigentlich ganz gut aus. Das hatte was. Mal kurz hochholen. Dann könnten wir eigentlich noch eine Schere machen, ein bisschen Wolle holen und mal ein paar Bilder herstellen. Nachdem ich da letztes Mal so gefailt habe beim Rahmen herstellen, wo ich gedacht habe, ich mach mal einen coolen Rahmen, geiles Bild hinhängen. Ja, ein Rahmen ist halt kein Bild. Das sagt ja eigentlich schon der Name. Gut, ist mir dann auch aufgefallen. Zurücklassen. Und Ton braucht man, glaube ich, richtig viel, weil man braucht, glaube ich, nur 9 Stück für einen Block, ne? So, hier kann ich stehen. Boah. Ist halt die Frage, war das mit dem Fenster? Ich weiß halt noch nicht. Das mit dem Fenster weiß ich echt noch nicht, ob mir das so gefällt. Ups, direkt abgesoffen. Aber wenn wir gerade mal hier drüben sind, würde ich ganz gerne mal schauen, was hier drüben so alles ist noch. Hier haben wir ein paar Schweine. Einfach mal kurz einen kleinen Abstecher drüber machen. Wir haben hier noch gar nicht wirklich erkundet. Ja, das sind, glaube ich, normale Eichen, ja. Ich würde sagen, Schwarzeichenholz, das wäre es jetzt. Da hätte ich es direkt vor der Nase gehabt und nicht gesehen. Hier kann ich noch Ton abbauen. Jetzt will ich ja auch mal kurz gucken. Ich habe gerade ein bisschen Bock hier zu schauen, was hier noch alles kommt. Einen Kompass wollte ich noch bauen. Stimmt. Tut mir leid, der Herr. So, ich brauche Fleisch. Brauchen wir es zu futtern? Wir könnten uns auch vegetarisch ernähren, eigentlich. Ich glaube, mittlerweile dürfte das soweit funktionieren. Ja. Aktuell nehmen wir die hier nieder. Zack. So. Aber wir könnten auch irgendwann auf so eine vegetarische Ernährung hier umsteigen. Dann bräuchte ich wiederum kein Schweinegehege. Dann würde es mir reichen, wenn ich Kühe wegen Leder, Hühner und Schafe hätte. Und ein Pferd natürlich. So, was kommt denn hier hinten?
Eine fette Biene, die da rumfliegt, kommt da. Das ist bestimmt immer noch die Wütende, die mich sucht. Da mal so eine interessante kleine Höhle. Da könnte man dann mal schauen, was da ist. Da geht's runter. Hier mal ein Wasser. Aber was für einen coolen Wasserfall wir hier haben. Der ist schon wieder cool. Da geht's direkt in die Höhle rein. Wahrscheinlich ziemlich tief, würde ich fast behaupten. Ja, geht schon ein bisschen runter, ne? Wieder kleine Schweinchen. Ein Haufen Schafe. Kürbisse. Aber ist was? Mit der Axt geht es, glaube ich. Genau, besser sogar. Wir nehmen mal Kürbisse mit. Kürbisse haben wir selber noch nicht. Haben wir noch nichts angebaut. Nehme ich jetzt einfach mal alle mit. Schaden kann es ja nicht. Können wir Kürbiskuchen machen. So. Da hinten ist einfach nur erstmal wieder Wald. Da ist wieder so ein Lavatümpel. Und es brennt. Also ich will auch mal echt ganz, ganz weit auf Reisen gehen. Das haben wir mal so 2, 3 Ingame-Tage irgendwo in der Richtung latschen. Einfach gucken, was da alles kommt. Oh, ist das ein Dorf? Jetzt haben wir mal so 2, 3 Ingame-Tage in eine Richtung und dann gucken, was kommt. Wäre nicht schlecht. Aber da, wie gesagt, da bräuchte ich auf jeden Fall irgendwie ein Kompass oder irgendwas, um mich zu orientieren. Was ist denn das? Das ist ein altes Schiffswrack. Aber ein Land. Das sehe ich zum ersten Mal. Also ernsthaft, das. Sowas sehe ich zum ersten Mal. Okay. Ich buddel das jetzt mal ein bisschen frei. Ist da was drin, ne? Ja, Tatsache. Also ich kenne Schiffswracks immer nur, dass die unter Wasser sind. Da wo ich so am Anfang erfolgreich Aha. Giftige Kartoffeln, lecker. Wir nehmen das mal mit. Gut, die sind jetzt nicht so krass. Komm, hier gibt's doch bestimmt noch mehr zu finden als das, oder? Ich buddel das jetzt mal so weit frei. Mein Sand kann man auch immer mal gebrauchen. Schlecht. Ich mach nochmal den hier. Ah, mich juckt's. So. Komm, irgendwo ist da bestimmt noch was versteckt, oder? War das jetzt alles? Nein, da ist noch was, ich hab's gewusst. Oh. Bisschen spät, aber besser spät als nie. Gut, Federn sind nicht schlecht für Pfeile. Papier, ja, wollten wir eh herstellen. Wieder mal eine Schatzkarte. Das ist halt immer die Frage, wo bin ich, ne? Ist das dann immer in der Nähe? Das weiß ich nicht mehr. Gut, ich würde sagen, ich gehe nach Hause. Das ist cool. Den Kürbis lasse ich. Ich habe genug Kürbisse. Auf der Karte laufe ich nach oben.
Also das müssen wir nochmal alles hier mit den Schatzkarten und so, das müssen wir alles mal erforschen. Von wo kam ich denn? Ich glaube, ich kam von da hinten. Hab eine Orientierung wie, keine Ahnung, eine Tomate. Sag mal, was ist denn hier los? So. Ich würde sagen, hier. Aua. Ja, mach du nur. Aua. Da ist mein Haus. Und irgendwie renne ich nicht mehr, weil ich habe Hunger. Ich hoffe, ich komme da jetzt rüber, ohne abgemurkst zu werden. Kommt schon der nächste. Oh, ich kann noch rennen. Ah. So, zack, einmal hier rüber. Oh. Fühle ich mich schon ein klein bisschen sicherer, wenn ich auf dem Wasser bin. Kommt. Aua! 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 Nicht gut. Was war das denn? Was hat mich denn da jetzt angegriffen? War das jetzt ein Skelett, was mir hinterher ist? Oder stand da einfach sehr ungünstig eins an der Ecke, was auf mich gewartet hat? Ah, ich weiß, was es war. Natürlich, Ertrunkene. Ja, die habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Die gibt es ja auch noch. Naja. Gehen Sie weg. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich will einfach nur in mein Heim. Ja. Das habe ich mit eigenen Händen erbaut. So. Tschö. Glück gehabt. So, dann schmeiße ich nochmal kurz was in den Ofen. Das war erstmal das. Da mache ich, glaube ich. Nicht? Waren das. Ah, es waren nur 4. Dachte immer, es waren 9. Plupp. Genau, und die können wir dann einfärben, ne? Noch irgendwas machen? Nö, eigentlich ja nicht. Jetzt haben wir halt auch nicht so viele. 54 ist jetzt nicht die Welt. Ich habe ein bisschen was zu futtern. Oh, Mensch. Kerl, hör auf, Fackeln zu setzen. So, ist hier was dazugekommen jetzt? Ja, Turmblöcke wahrscheinlich. Genau, dann haben wir mal. Ist Trockenbeton. Auf dem kann man schnell laufen, ne? Aber aus dem könnte man ja natürlich auch coole Sachen bauen. Und ich meine, Sand und Kies ist jetzt auch nicht so das Problem für uns. Lapisblock, Ton, Kohleklumpen, bla bla. Gut, da muss ich dann nochmal gucken. Da muss ich mir nochmal was überlegen, wie ich das mache. Vor allem muss ich jetzt hier ein bisschen an die Räume ran. Das gefällt mir noch gar nicht. Also da habe ich mir irgendwie. Das habe ich mir cooler vorgestellt. Irgendwie. Nee, 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 nee. Da muss ich noch was machen. Gut. Einen Keller wollte ich auch noch anlegen.
Ja, so viel, so viel. Kommt alles noch? Dann würde ich aber sagen, mache ich jetzt hier einen Aufnahmestopp. Ein klein bisschen früher sogar als sonst. Normalerweise nehme ich immer so 2 Stunden auf, jetzt sind es 1,5 Stunden. Eventuell nehme ich später noch auf, aber ich möchte auch von dem anderen Spiel, was ich gestern angefangen habe zu Let's Playen, auch noch mal ein bisschen weitermachen. Das hat mir eigentlich richtig Spaß gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, geh noch mal kurz. Natürlich kann ich nicht schlafen, natürlich nicht. Gut, dann stelle ich mich jetzt einfach hier hin, gucke in den Abendhimmel. So, und mache die Abmoderation. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch jetzt gefallen. Einfach mal eine ungeschnittene Folge, beziehungsweise das sind jetzt dann schon 3 Folgen gewesen, die ungeschnitten rausgekommen sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ihr könnt es mir einfach in die Kommentare schreiben. Also, bis dahin. Ciao.